Willkommen zu einer weiteren Folge Duologie auf Wunsch, heute das True Draco Deck. Da haben wir natürlich dreimal den Masterpiece, dieses Mal auch der richtige. Kann als Tribut für, kann als, wie alle True Dracos auch Zauberfallenkarten als permanente als Tribut anbieten. Und er ist immun von allen Karteneffekten der Kartentypen, die für ihn geopfert wurden. Also sprich, wurde er mit Fallen gerufen, ist immun gegen Fallen. Zauber, Zauber und Monster, Monster. Er braucht zwei Tribute, entsprechend kann er bis zu zwei Kartentypen als komplette Resistenz haben. Ja, außerdem kann er halt als Schnelleffekt eine permanente Zauberkarte vom permanente Zauber- oder Fallenkarte vom Grave banishen, um den Gegner was über den Haufen zu schießen. Er ist eine sehr gute Karte. Er ist ein Tower-Monster, zwar nicht das stärkste, aber das soliden, am stabilsten rauszubekommenste. Ja, und der Schuss im gegnerischen Zug ist auch nochmal sehr gut. Oh ja. Dann haben wir Deiner mit Knuckle. Braucht nur einen Tribut, kann wieder dafür eine permanente Zauberfallenkarte benutzen. Wenn ein gegnerischer Effekt aktiviert wird, kann er eine True Draco Fallenkarte vom Deck auf die Hand nehmen oder direkt vom Deck aktivieren. Und das ist richtig bekloppt gut. Dann Ignis Heat, gleiches mit Zauberkarten. Aber das Zauberkarten sind leider nicht ganz so gut. Ja, Pot ja. Kennt man, die Mais, Ball Überraschung, wir haben fast keine Monster im Deck. Ja, und dann noch Upstart wegen Konstanz. Terraforming Field Spell, Duality, nochmal Konstanz. Cosmic Cyclone, weil Cosmic Cyclone. War gut. Ja, war gut, ja. Cosmic Cyclone halt. Jealous, ein bisschen Nischenkarte, aber auch sehr vernünftig. Einmal, weil es Monster. Gut, um Drancias zu outen. Richtig, weil ein Drancia, der auf einmal keinen Effekt mehr hat, ist nicht wirklich bedrohlich. Die 400 Attack helfen da wirklich nicht. Denn, was man dazu sagen muss, wenn man zum Beispiel die Viper an die Drancia dranklemmt, ist das trotzdem, wird das trotzdem zum Effekt der Drancia und der ist dann auch flöten. Das heißt, es ist einfach nur ein völlig nutzloses 400 Attack Monster. Ja. Stormforth, weil man bietet Monster als Tribut an, dann, also man beschwört Monster als Tributbeschwörung, da bietet sich so eine Sturmkraft ab und zu mal an. Oh ja. So, dann kommen wir zu den Drew-Draco-Karten. Da haben wir einmal die Succession, also das, die Nachfolge. Während der Mindphase kann man einmal pro Zug... Heritage heißt übrigens inzwischen. Okay, von mir aus. Ich habe den Namen nicht gemacht. Ja, von mir aus. Ich finde Succession auch besser. Jedenfalls kann man während der Mindphase einmal pro Zug Karten nachziehen, gleich der Anzahl unterschiedlicher Drew Draco Kartentypen, die in diesem Zug auf den Friedhof gelegt wurden, also bis zu drei. Vom Feld auf den Friedhof gelegt wurden, wichtig. Also sprich zum Beispiel Karten, die man wegtributet hat, um seine Karten zu holen. Zum Bleistift. Ja, sehr solide. Außerdem haben alle True Draco Zauberkarten die Angewohnheit, dass, wenn sie auf den Friedhof gelegt werden, eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Feld zerstören können. Genau, und das Ding sagt eben auch noch, dass man während der Mindphase eine zusätzliche Reboot-Beschwörung kriegen kann, zusätzlich eine Normalbeschwörung. Richtig. Dann Disciples, auch wieder das mit zusätzlicher Tributbeschwörung. Und auch wieder Zauberfallenkarten schießen. Genau, und das Ding ist ein Emerald. Drei True Draco-Karten vom Grave ins Deck-Karte ziehen. Dann der Field Spell. Buff erstmal alle True Dracos um 300 Attack und Death. Nicht OP, aber es ist nett. Außerdem das erste Mal, wenn ein als Tributbeschwörung beschworener True Draco durch Kampf zerstört werden würde, wird er nicht zerstört. Und einmal pro Zug kann man eine andere Karte in der Hand oder auf dem Feld zerstören und dann eine True Draco-Karte, ein Monster, vom Deck auf die Hand nehmen. Nee, sagt schon Karte. Ja, hier steht aber Monster. Da steht hier, das ist ein Tippfehler. Es ist aber Karte. Ja, es ist Karte, wollte gerade sagen. Ich dachte, es ist noch Karte. Ja, okay, Death Pro Tippfehler, what the fuck? Im Deutschen dann, ne? Auf im Englischen steht es nämlich richtig. True King Card. Ja, okay. Deutsches Death Pro Tippfehler. Der ist, wenn du es siehst. Also es ist auf jeden Fall eine Karte. Man kann den suchen, den, das, das, das und das. Alles. Genau. Dann Revival. Beide Fallen haben wieder den Effekt, dass sie eine zusätzliche Tributbeschwörung generieren können, diesmal im gegnerischen Zug, weil sie ja fallen. Und wenn sie zerstört werden, schießen sie ein Monster. Genau.
Revival ist nicht so pralle, beschwört ein Monster vom Grave, ist ganz okay, aber bringt jetzt gar nicht mal so viel, weil die Dinger alle ihren Effekt nur haben, wenn sie als Tributbeschwörung beschworen wurden. Das heißt, es sind einfach dann nur Beatsticks, wenn sie wiederkommen. Im Falle von Master ist ein Beatstick, der was kaputt schießen kann. Und Tributmaterial. Ja, okay. Deutlich interessant ist dann aber die Apokalypse, die ihren Namen schon nicht ganz ohne Grund hat. Einmal kann sie eine andere True Draco-Karte, die man kontrolliert, zerstören. Dann die Attack und Death alle auf dem Monster vom Gegner halbieren. Wieso nicht? Wenn man damit eine Zauberfallenkarte schießt, wird dabei ein Angriff übrigens nicht abgebrochen. Kann also mal ganz gut abfacken. Was aber wirklich interessant ist, ist, dass während der Mindphase des Gegners eine True Draco-Karte als Tributbeschwörung beschworen werden kann. Den Effekt kennt man ja auch schon. Ja, also, da haben wir heute wieder festgestellt, Apokalypse ist die beste Karte im Deck, tatsächlich. Einfach diese Interaktion im gegnerischen Zug. Dass die Monster halbiert werden, ist okay, aber darum geht's gar nicht. Also eben das Zerstören, weil... Das dauert. Die eigene Karte zerstören, sodass man dem Gegner halt als Schnelleffekt ein Monster oder eine Zauberfalle kaputt schießen kann. Das ist so broken. Ja gut, rein theoretisch, der Optimalfall ist, du hast ein Viech auf dem Feld, der Gegner hat zwei. Er greift mit einem seiner Viecher an, du aktivierst die Apokalypse, schießt damit eine andere Fallenkarte, schießt das Viech, das nicht angegriffen hat, und halt bis damit das andere Viech, was ebenfalls noch rippt. Ja gut, das ist nicht realistisch, aber ja. Es ist so einer der optimalsten Fälle. Aber wie gesagt, im Regelfall ist es einfach nur ein Schnelleffekt-Schuss, weil die eigenen Karten wollen kaputt gehen und nehmen was Gegnerisches mit und fucken damit ab. Ja. Ansonsten, was gibt's zu dem Deck zu sagen? Wir können noch kurz auf Side Deck eingehen, beziehungsweise nur auf ein paar wenige Karten im Side Deck. Denn hier ist kein extra Deck, wie euch aufgefallen sein könnte. Liegt daran, dass man es schlichtweg nicht braucht. Ich meine, klar, wir haben Stufe 6er, Stufe 5er und Stufe 8er. Gut, die 8er werden mich gleichzeitig auf dem Feld haben, aber wir haben Stufe 5er und 6er. Theoretisch existiert Material, ja. Praktisch braucht man es nicht, erstens. Zweitens hat man tatsächlich gar nicht mal so häufig zwei Monster der gleichen Stufe auf dem Feld. Und drittens, kein extra Deck zu haben, möglich eine wunderschöne Boardkarte mit dem Namen Domäne der wahren Monarchen. Einfach weil fick dich. Yo. Side-Deck ist pretty standard. Handtraps, Skill Drain, weil man braucht die Effekte auf dem Feld nicht unbedingt. Strike und Warnung fürs First gehen. Ja, also Strike Warning sind so Sachen, die kann man machen, die muss man nicht machen. Da kann man auch irgendwas anderes für finden. Grundsätzlich eigentlich, was man haben will, wenn man First geht, ist, man kriegt ein Monster aufs Feld und settet ein paar Karten, sagt Go und dann sieht man zu, wie der Gegner damit zurechtkommt. Masterpiece will man First Turn nicht bauen, weil der wird nur geoutet und dann ist man hier. Kaiju und sowas gibt ja alles. Ja. Weil vor Kaiju ist auch Masterpiece nicht sicher. Genau, also ganz wichtig bei dem Deck ist, es ist nicht Masterpiece das Deck. Das ist, Könnte man meinen, wenn man wie viele Monster hier drin sind, aber es ist nicht so. Nee, das ist die. Die Kleinen machen wesentlich mehr, weil die lassen dich plus gehen. Und Deiner mit Knuckles ist gerade so wichtig. Ich meine, du aktivierst im gegnerischen Zug eine Falle aus deinem Deck, weil fick dich. Ja, das ist halt durchaus solide. Du kannst in einem Zug so dermaßen viel Plus generieren. Einfach. Gut, okay, das Knuckles im eigenen Zug kommt auch durchaus mal vor. Dann hast du da eine Search. Dann kommt vielleicht noch eine Card of Demise rein. Dann ist das nochmal, sagen wir mal, ein Plus 2. Dann aktivierst du nochmal deinen Emerald, hast noch ein Plus 1. Dann aktivierst du nochmal die Succession, hast nochmal Plus 2. Du kannst so viel Plus machen in diesem Deck, das ist einfach nicht mehr schön. Und das ist auch eigentlich die Idee des Decks. Man fängt dann an mit diesem Dynamite Knuckles und ein paar Sets und wartet dann und sieht dann zu, wie der Gegner langsam seine Ressourcen da reinballert und man selber geht einfach immer weiter plus, beziehungsweise hält halt irgendwie gegen und grindet dann den Gegner kaputt. Also das Deck ist nicht schnell, überhaupt nicht. Aber es macht plus. Ja, genau. Es grindet den Gegner einfach langsam und gemütlich kaputt. Und es hat die Weiß. Ja. Gute Karte. Ja. Dagegen halten ist schwierig. Zodiac funktioniert, weil Zodiac einfach im ersten Zug plus 10 geht. Weil Zodiac, das kennt man. Ja. Das Deck ist ein bisschen gut. Mhm. Also ein bisschen sehr gut. Aber das ist hier gerade nicht das Thema. Also wir hatten heute tatsächlich das Matchup. Pure Zoo, also Kaiju Zoo, gegen True Draco. Das hat True Draco ganz knapp gewonnen. Man muss aber auch sagen, dass der Typ gelackt hat, dass alles Sport war. Also wirklich.
Ja, der hat in Game 3 in den ersten drei Zügen jeweils eine Demise resolved für plus 3. Ja, Gönnung. Ja, doch. Ja. Ja, mir geht's auch nicht zu sagen und dann werden wir es mal zur Ausnahme nicht künstlich Länge ziehen. Nee. Ist ein gutes Deck. Richtig. Dann, ja. Wenn es noch weitere Deckwünsche gibt, in die Comments damit. Ansonsten, euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.